Oh, ja, das sieht ja gar nicht mal so schlimm aus. Also, mal gucken. Jetzt, denke ich, sollten wir den Krieg schaffen, aber herzlich willkommen hier, ne? Zurück in Civ. Direkt weiter. Würde ich jetzt eigentlich mal auflösen. Gehst in die Stadt. Harald Oh! Sigurdsson stand Harald hier. Sigurdsson, ein Wikinger, wie ihn kein Land und kein Meer je gesehen Adel. hat. Haha, er zittert ja schon. Ja, du bist cool. Hast du was zum Handeln? Können wir mit dir mal ein paar Waren austauschen? Ja, erstmal dürfen sie natürlich gerne uns mal besuchen. Und dann. Die einen nennen es Magie. Ach, verdammt, mir fällt gerade auf, in der letzten Folge wollte ich doch hier die Karten umändern. Habe ich nicht gemacht. Mist. Behalten wir das nochmal im Hinterkopf. So, jetzt erstmal hier. Harald, wo bist du überhaupt? Wollen wir ein Abkanon aushandeln? Oh, du hast ja auch nichts. Aber du kriegst mit uns offene Grenzen. Da kannst du mit deinen Schiffen hier rumsegeln. Und du bist uns dann freundlich gesinnter, hoffentlich, als die Amis, die uns dann irgendwann in den Rücken fallen. Na ja gut, wir haben bei ihnen in der Nähe gesiedelt. Kann sein, dass sie ein bisschen böse sind. Deshalb. Oh, du kannst befördert werden. Sollten wir vielleicht mal durchführen. Ist das Katapult auch gleich weg. Kommt ihr hier wieder mit euren Kriegern? Können wir upgraden? Nee, noch nicht. Ihr zwei bildet mal eine Kette und baut hier weiter aus. Du musst noch da bleiben. Hier wird das Museum noch gebaut. Oh, da kommen sie ja auch von Candyland. Kann ich dich jetzt verdammt nochmal auflösen? Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder was. Ist ja was, notfalls. Ja, schicke ich ihn mal auf eine Todesmission, wenn es nicht anders geht. Nützt ja nichts, ne? Wo bist du, Harald? Das zeigt mir Washington an, aber ja, vielleicht war er hier vorne irgendwo. Mit seinem Schiff. Du kannst auch. Was, mach hier doch auch einfach mal. Ja, mach hier mal einen Bauernhof. Kann nicht schaden. Wow. Da haben sie uns aber auf volle Kante die Mauern abgerissen. Oh, das ist nicht gut. So, ein Katapult ist schon mal weg. Immer noch kein Gold? Nächste Runde erst. Nee, dann geht ihr mal rein und versteckt euch dort. Verschanzen. Produktion wählen. Die Mauern sind jetzt abgebrochen, so ein Mist. Oder was machen wir denn hier? Wir brauchen Speerkämpfer. Oder noch einen Bogenschützen. Krieger bringt nichts. Was macht meine Spezialeinheit? 4 Runden. Ja, das killen wir mal. Wenn meine Stadt da noch steht, hoffentlich. Jetzt kann ich meinen. Ach, mein Handwerker so schlecht nutzen. Ich denke, er kommt erstmal übergangsweise in die Stadt. Du kriegst ein Upgrade. Du auch. Können wir zwar nicht angreifen, aber. Hier unten ist noch keine Mauer, so ein Mist. Das ist natürlich richtig doof. Und der ist fast tot. Scheiße! Jetzt kommen von oben noch die Reiter. Ja, das ist wahrscheinlich sein Ende. Oh Mann. Bitter! Ja, also sagen wir mal so, wenn Candy ist, ganz schön heftig. Wenn der nicht wäre, hätten die Amis eigentlich keine Chance gegen uns. Ja, als letzte Tat wirst du dann noch mal ein bisschen ballern, aber. Wenn der weg ist, das Katapult, dann das wäre so. Glaub, wir werden jetzt mal. Ne, doch, wir holen uns den Künstler. Ja. Den holen wir uns, weil wir haben noch freie Plätze. Ein.
Ah, das wird hier noch dauern. Stopp, Moment. Dann kommst du nochmal hier rüber. Dann wirst du da nochmal das Kunstwerk machen. Oder also da an der Stelle. Du bleibst erstmal hier. Also. Ich glaube, wir brauchen den nach unten. Da müssen wir die Escorte mal auflösen. Das nützt nichts. Und ja, weiter ausbauen, ne? Nächste Runde. Wieso können wir dann von hier aus nicht angreifen? Normalerweise müsste man doch von hier... Da ist doch eine Mauer. Kommt er da nicht hin? Wegen den... da kannst du ja gar nicht da rein. Warte mal. Flüchtest du hier? Du gehst erstmal da lang. Flüchtest hier über diesen Weg nach Kinshasa. Würde ich gerne noch behalten. Oh... Schon. Man sollte nie heilig wieder Hochstadt. Ja, gleich ist das Katapultwerk und dann ist es nicht mehr so dramatisch. Doch, jetzt können wir schießen. Ja, endlich, genau. Mal weg damit. Noch nicht ganz. Wir machen jetzt noch den Bezirk hier fertig und dann starten wir nächste Runde hier unsere Einheiten. Jetzt willst du einen Handelsweg starten. Oh, nee. Das passt doch gar nicht. Händler. Kann ich noch was anderes mit dir machen? Nee, hier kannst du nicht Business den Weg hinbauen. Machen wir es mal. Riskieren wir es mal. Und eine Mine. Gut. Den rüber bewegen, aber dann wird er danach sterben. Nee, dafür ist er einfach zu teuer. Und ausruhen. Oh, oh, wir setzen das Ganze so ein bisschen aus. Mal gucken, wie das klappt. Wir müssen hier auf den aufpassen, auf das Katapult. Das wird gleich dann Richtung Hauptstadt wahrscheinlich gehen und da versuchen uns einzunehmen. An diese Armees, ey, das ist ja der Hammer. Wir haben sonst noch die Option, dass wir versuchen, mit den Frieden auszuhandeln, ne? Können wir nicht. Ja, das ist also, ne, der Stadtstaat, das ist viel härter als die, ja, haben jetzt hier. Meine Güte, was die an. Kann ich den jetzt endlich auflösen oder was? Nein, gut, dann greif an, zack. Nächste Runde. Oh nein, ist er noch ein Level hochgegangen. Auch Menschen können kaputt gehen. Der auch, Level 2. Dann levelt er hier noch zum Kotzen, ey. Ne, jetzt müssen wir passen. Den nächsten Schriftsteller, das müssen wir leider jetzt verzichten. Mann, ey. Sowas Blödes, aber auch du baust. Ja, schön, das Kolosseum würde ich jetzt bauen in Neutron. Oh, so ein Brody. Ey, wenn die das jetzt vermassen, ey, dann bin ich richtig sauer auf die. Komm raus hier. Ne, ein Armbrust schützen, damit er auch noch von hier aus schießen kann. Oh, dann kriegt er das Pferd nicht weg. Ja. Dann teilen wir mal unseren Einfluss hier. So, du gehst nach da oben. Da ist dann auch nochmal ein Speer. Ja, das kann ich ja jetzt gut gebrauchen. Nein! Scheiße! Ah! Kacke! Gut, Amerika. Mal sehen, wie freundlich ich noch deiner Hauptstadt gegenüber bleibe. Boah, den haben sie ja richtig zugesetzt. Den finde ich auch gleich. Was machen wir denn jetzt? Hier oben noch eine Einheit. Krieger. Oh, Schätze, das ist doch viel zu
allzu lange. Streitwagen. Wenn er den Speerkampf war. Mist. Jetzt muss der hier noch fliehen. Ja, Leute, das sieht ja echt mal übel aus. Ach, scheiße, ich hätte ihn noch mal angreifen können. Mann, jetzt stirb doch endlich, du Katapult. Gegen Fernangriff, ja, das ist gut. Wegen den ganzen Katapulten hier. Nee, wir müssen jetzt Einheiten produzieren. Ja, ich habe das echt ein bisschen unterschätzt da. Gebe ich gerne zu. Armbrustschützen. Mal schauen, wie wir uns aus dieser prekären Situation befreien können. Oh nein, ey. In allen naturgeschichtlichen Werken. Wo schießen wir da drauf jetzt? Ja, natürlich aufs Katapult. Die setzen uns am meisten zu. Und die greifen aber auch mit allem an. Scheiß drauf, ob sie die Einheiten verlieren oder nicht. So, wir schon mal wieder runter. Können wir nicht das hier mal klären langsam? Hinschließen? Oh, warte mal, du kriegst auch noch Kaffee dazu. Und meinetwegen auch noch mein Kalksilber. Nee? Gut. Oh, da kann ich ein Artefakt bauen, eine Altertumsstätte. Schickt einen Archäologen hierher, um das Artefakt auszugraben, das Kultur und Tourismus liefert, sobald es in eure Stadt gebracht wurde. Ja, dafür muss man auch das entsprechende Museum noch bauen. Nee. Ich will meine Stadt zurückhaben. Das wäre ja auch nochmal aus. Sie können Frieden schließen, aber ich will. Wo ist es denn? Kann ich das nicht machen? Doch, so. Nicht lange. Ich meine, ich muss eh eine Armee aufbauen. Ja. Und die anderen nehmen mir nicht noch die Stadt weg. Ja, wir nehmen es an. Gut, aber das lasse ich mir gar nicht gefallen. Also, ich, es gibt keine, ne, die ziehen sich jetzt zurück hier, Candy. Aber ich würde auf jeden Fall mir jetzt eine Armee aufbauen und zusehen, dass wir uns zurückerobern. Boah, jetzt haben wir auch noch alles zerstört. Ich bin im Minus. Oh, geil, ey. Da richtig. So, hier, wir müssen einmal umdisponieren. Das geht gar nicht. Also, Handwerker her. Kann ich hier auch nicht einsetzen. Weil ja mein Theater auch noch zerstört ist. Oder? Doch anzumerken ist, dass die Menschen entweder. Ja, also die. Armbrustschützen, ja, die werden weiterhin produziert, klar. Aber das mit Candy, das ist auch irgendwie ein Dorn im Auge. Ich bin nur schon fast noch überlegen, ob wir nicht uns da um das Problem auch nochmal kümmern sollten. Weil das geht ja gar nicht. So. Bisschen Krieg müssen wir doch führen. Ich meine, ich könnte auch darauf verzichten, auf die Stadt unten. Nee, ist zu wertvoll. Oder? Ist sie so wichtig? Was macht er? Ja, als nächstes kommt er und nimmt mir die nächste Stadt weg. Nee. Das ist ein ganz interessanter strategischer Punkt. Und das wäre unser einziger Punkt für Forschung. Und kann ich jetzt in diesem Fall nicht auf mir sitzen lassen. Muss ich ja zugeben. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen Militärtechnik genau forschen. Oder ein bisschen mehr. Müssen wir sowieso machen, also von daher. Reparieren wir den Theaterplatz. Ja. Mann, ey. Tja, wenn ihr euren Stadtstaat nicht gehabt hättet, ne?
Ja, wäre das alles ganz anders gelaufen. Oh, die haben hier Barbaren, ja. Gut so. Ab mal schön Probleme. Hier ist auch alles voll. Wo ziehen wir denn hier? Yes, Amphitheater schnell reparieren. Wow, das war echt richtig bitter, der Angriff. Wir sorgen hier auf jeden Fall für Mauern. Das kann ich mir nicht nochmal gefallen lassen, dass ich so schlecht verteidigt bin. Und da ist ein Speerkämpfer. Du gehst hier noch mit rein. Kannst du nicht, ne? Amphitheater wird repariert. Krass. Achso, Moment, du könntest noch hier hingehen. Und da gleich, nächste Runde, wenn das repariert ist, dann dein Werk. Jetzt hier, wenn da noch Platz, ich weiß es gar nicht, haben wir überhaupt noch Platz? Nicht, ne? Na, gucken wir gleich nochmal. Alles repariert ist. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Das hat mich echt überrascht. Die mir so krass zusetzen. Ja, wir haben nur eine Stadt verloren, aber trotzdem. Ja, eure Küsten sind ungeschützt, Freund. Leichte Beute, ja, ja, ja. Jetzt kommst du auch noch, oder was? Willst du mir auch noch in den Rücken fallen? Ja, geil. Jetzt klauen sie uns oben noch den Handwerker. Barbaren. Ah, ja, gut. Na komm, geh schon mal runter hier. Kannst du jetzt hier gezündet werden? Nee, kannst du nicht. Ah, dass wir jetzt auch noch auf alle passen müssen, das ärgert mich auch noch richtig. Aber da müssen wir uns auf jeden Fall gegen den Streitwahn hier wehren. Und wir werden ein archäologisches Museum bauen für unsere Kunstwerke. Ja, wir wollen das ja nicht unter... Wir haben hier ja noch die Kultur zu kriegen. Und wo war das denn noch? Noch mal irgendwo. Da können wir noch mal. Und damit wir die unterbringen können, müssen in ein... Ja. Aber erstmal ist immer noch die Frage wegen dem Kolosseum. Hm. Können wir immer noch bauen. Und ich hatte ja gedacht, hier, weil dann kriegen ja alle Städte, glaube ich, ja, wir riskieren das aber. Komm, wir lassen uns nicht unterkriegen. Es war ein Rückschlag, aber es ist auf jeden Fall nicht das Ende. Zumindest denke ich es. Für euch wird es kein Platz an Odins Tafel geben. Ja, was ist das eigentlich? Wir sind kein kriegerisches Volk. Wir machen mit ihm offene Grenzen und jetzt kommt er uns und pisst uns von der Seite an. Meine Güte, ey. Gerade. Kann ja wohl nicht angehen hier. So, du holst dir gleich den zurück hier, Handwerker. Okay, da schießen wir mit dem rauf, der kriegt ja schon ein bisschen Erfahrungspunkte. Jo. Natürlich auch das Theaterbereich oder was zerstört. Eine Mine nur. Das heißt nur, ja. Hm. Nun gut. Erstmal ausruhen. Bis dann. Schön, euch zu sehen. Meine diplomatische Delegation sollte bald mit frischen. Ganz ehrlich. Leckt mich am allerwertesten. Nee. Jetzt kommst du an. Nachdem das alles passiert ist. Hm, klar. Jetzt stellen wir schon mal hier sicherheitshalber Richtung Grenze, falls der uns gleich wieder den Krieg erklären will oder irgendwas. Nee. Schade, können wir jetzt nicht bewegen hier. Ich hoffe,
holen unseren Bauarbeiter noch zurück, weil den können wir auf jeden Fall brauchen. Selbst wenn es nur ein Zug ist. Ah, jetzt geht er natürlich nach oben, wo ich nicht hinterherkomme. Es ist doch hier wieder so ein doofes Spiel. Da ist da oben jetzt das Lager oder was? Ach komm, ich gehe jetzt hinterher, ist mir egal. Ich habe eh nichts mit dem zu tun, bevor der in der Stadt rumsteht. Oh, ich kann noch eine Großpersönlichkeit, ja. Ich muss aber passen, weil, ja. Wegen bekannten Dingen. Können ja keine Werke irgendwie loswerden. Oder? Nee, gar nichts. Moment. Ja, wir bauen auf jeden Fall hier das Amphitheater. Dann können wir da die nächsten zwei Dinge loswerden. Das bedeutet, du kannst schon mal dahin. Und sind immer noch im Minusbereich. Das ist gar nicht gut. Absolut. Aber das wird das Kolosseum ja auch gleich wieder ein bisschen pushen. Ja, durch diese ganzen Geschichten hier. Und dann haben wir natürlich unseren Handelskahn auch noch für eine Straßenbauaktion genutzt und nicht mehr für Gold. Ja, das wird sich alles ändern. Das kriegen wir auf jeden Fall wieder in den Griff. Davon gehe ich ganz fest aus. So, du bleibst da. Guckst, was die Amis machen. Also gehst du noch einen nach vorne. Siehst ein bisschen mehr. Nationalismus erzeugt Nationen und nicht andersherum. So, jetzt können wir die Politik wieder verändern. Wir brauchen im Moment ein bisschen Kohle. Ich denke, es wird auch bald wieder laufen, aber so eine Art, ich sag mal, so einen kleinen Schub könnte uns nicht schaden. Wo könnten wir am meisten rauskriegen? Zwei Wissenschaft, Kultur und Glauben und Gold durch jeden Stadtstaat, in dem ihr sozialisieren sollt. Das heißt, 4 Gold können wir schon mal rausholen. Das finde ich gut. Wir ersetzen mal dieses hier. Zeit brauchen wir nicht mehr so viel krassen Einfluss. Nachbarschaftsboni ist auch nicht schlecht. Vielleicht können wir noch einmal Gold dazu holen. Plus 100 Gold entschieden, die nicht auf dem Kontinent liegen. Nein. Goldertrag durch Handelszentrum haben wir alles nicht. Wir können unsere Einheiten mal reduzieren, ne? 4 Gold und ein Glauben durch alle Handelswege. Ja, das ist schon mal gut. Das machen wir mal. Auch wenn wir nur in unserer Stadt den Handelsweg haben. Und wir sind wieder im Plus. Plus 1. So muss das sein. Ja, jetzt haben wir nur noch einen gesagt, den wir hinschicken können, aber das riskieren wir jetzt mal. Wir schon mal dahin. 4 Runden. Das ist soweit. Die kriege ich irgendwann auch wieder. Handwerker. Denke mal, den werde ich schon mal darüber führen. Quiller. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall eher den Bogenschützen als hier. Wir haben den Casus Belli für den Kolonialkrieg gegen Harald. Ja, das ist zwar an sich schön, aber wir werden hier mal reparieren. Oh, was habe ich da gesehen? Wir können wieder einen neuen Handelsweg machen. Nach Washington. Oh, das gibt Kohle, ja. Nee. Mm-mm. Aber dann unterstütze ich die auch. Das will ich nicht. Dann lieber. Ja. Den alten Weg. Ja, das machen wir. Oh ja, jetzt sind wir wieder richtig im Plus. Dann können wir auch bald die Karten wieder umändern. Machen wir hier noch das Kunstmuseum. Auf jeden Fall. Wir wollen ja weiter mitmachen mit unserer Kultur. Ich werde nochmal schnell gucken. Ich weiß, ich gucke da jetzt oft rein, aber mich interessiert das. 4 von 29. Oh, die haben hier viel mehr Plätze, aber wir haben insgesamt am besten noch Tourismus, ne? Und wir, ja, wir kommen voran, aber das sind unsere, hier, dieses sind die Orte, wo unsere Touristen sind. Eine Hauptstadt, ein Theater, ein Orakel, Schitzitzer. Erlaubt ihr uns eine Botschaft? Jetzt so eine Botschaft, klar, damit du noch mehr sehen kannst, was ich mache, damit du gleich weiterkriegst, gegen mich führen kannst. Ist klar, ja. Das ist mal gut, ne? Wir
versuch die abzuhauen. Katz- und Maus-Spiel hier. Zerstören, bauen, kämpfen. Ja, ja. Wir verstärken auf jeden Fall weiter im Militär, dass wir so schwach sind. Das geht gar nicht. Können wir hier noch reparieren? Ne, das ist repariert. Da gehen wir hin. Amboss-Schütze, du bleibst da zur Verteidigung. Na, wird das Spiel immer weitergehen. Mal auf. Oder ich bewege den Arm. Solange das Kolosseum. Oh, wir haben das Kolosseum fertiggestellt. Yes! Das gucken wir uns aber gerade nicht an. Das bringt uns dann richtig voran. Gerade nochmal mit der Kultur. Wir gucken nochmal schnell rein. Ups. Wo ist es denn? Das Kolosseum. Da. Plus 2 Kultur und ich glaube auch Zufriedenheit. Jo, Annehmlichkeit. Guckt euch das an. Ich will nochmal schnell hier gucken. Ich habe es in diesem ganzen Krieg tatsächlich. Ne, Kolosseum, das ist. Verplant, was das nochmal alles bringt. Also gewährt Kultur und Annehmlichkeiten. Und das dehnt sich auf, 6 Felder um dieses herum aus und sollte dafür sorgen, dass Städte deutlich zufrieden sind. Jo. Das bringt richtig was. Kultur, ne? Ja. Das ist ein sehr wichtiges Wunder für uns. Können wir dort denn auch irgendwelche Werke packen? Nee, aber im Amphitheater, das ist jetzt fertig. Juhu! Aufwecken. Wer eine Republik gründet und gesetzt. Den hier auch mal aktivieren. Wo ist denn hier unser anderer? Du gehst schon mal ab da. So, haben wir jetzt alles hier repariert. Müssen wir ein bisschen dichter rangehen. Ich bin ja sehr selten so dicht dran. Ja. Nee, das ist noch nicht. Wieso? Das Theater. Kann man das? Gute Frage. Hier brennt es noch. Da gehen wir nochmal hin. Oder können wir das vielleicht nicht mit dem Handwerker reparieren? Ja, danke Bauarbeiter, bist wieder da. Wenn jeden gebrauchen, den wir kriegen, Unterhaltungskomplex reparieren. Hier oben können wir ein archäologisches Museum machen. Für unsere Archäologie-Artefakt-Ressourcen. Wie sieht es eigentlich aus? Können wir schon Archäologen bauen? Nö. Vielleicht müssen wir erstmal so ein Museum haben. Auf jeden Fall ein Handwerker. Nächste Runde. Ja. Wir sind schon mal wieder im Plus. Unsere Verteidigung ist schon etwas besser. Die industrielle Revolution und das Wachstum urbaner Dichte haben plus 50 Gold pro Anziehungskraft von Geländefeldern bei Ersatz von Farmen durch Wohnviertel. Ja, das würde uns natürlich goldmäßig voranbringen. Ne? Aber wir müssen einfach Banken haben und mehr Handelswege. Das ist das Wichtige. Und wir gucken mal mit unserer Politik. Können wir auf irgendwas verzichten? Ne, wir sind gerade etwas im Plus. Den Rest lassen wir. Ne. Im Moment noch nicht. Du kommst hier mit runter. Ne, willst du hier nicht runter? Du ruhst dich aus, bist du da gleich. Moment, kannst du gleich eine. Ne, warte mal, hier wird die Archäologie, das sind für. Moment. Ist das hier überhaupt sinnvoll? Moment, ich baue doch hier ein archäologisches Museum. Und du bist Musiker, ne? Und dann ist es doch viel sinnvoller, hier unten hinzugehen. Hättest du vielleicht da bleiben sollen, ne? Weil hier wird ein Kunstmuseum gemacht, ja. Jetzt eigentlich aus wird unser. Ist wieder schön hier? Nee, immer noch nicht. Gucken wir gleich mal. Vielleicht braucht manches einfach ein bisschen Zeit. Wir können hier noch ein Sägewerk bauen. Ja, ein bisschen mehr Produktion kann nicht schaden. Wir haben zwar schon ganz gute Produktion, aber nehmen wir das mal mit. Dann musst du ja wieder hier hin. Das war ja dann Quatsch von mir. Nicht aufgepasst, aber zum Glück noch rechtzeitig wieder korrigiert.
3 religiöse Wunder. Na. Kannst du, du bietest 3 Kultur und 2 Tourismus. Hm. Dann sind ja Künstler gar nicht mal so toll. Aber ja. Es ist egal. Es bringt uns voran. Schriftstücke sind besser. Kinshasa, da kann noch ein Literatur noch gemacht werden einmal. Ja. Noch eine Annehmlichkeit dazu. Ne, wir haben plus 7. Oh, die Stadt muss unbedingt einen Wohnraum bekommen, damit sie wachsen kann. Ah, jetzt können wir auch den Theaterplatz reparieren. Damit der wieder voll funktionstüchtig ist. Hier wird unsere Mauer gerade wieder hochgezogen. Tja. Gut. Ja, das soll es dann erstmal für diese Folge wieder gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder, während wir unsere Kultur immer weiter verbreiten. Haut rein. Ciao.